Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder im Partybus unterwegs hier. Wir haben Besuch mit eingepackt. Selim ist auch am Start. Hi. Das heißt, wir können eigentlich nur wieder irgendwas Dummes heute machen. nein, wir hatten auf jeden Fall eine wunderschöne Anreise gerade. Sind im wunderschönen Rödermark angekommen. Wir besuchen deine Kollegen, weil ursprünglich haben wir sie ja über dich kennengelernt. Und zwar, wir sind mal wieder bei der Firma Bilas. Was machen wir da? Motor. BMW. Mhm. Genau. Okay. Motor BMW. Das war's. Das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nein, erzähl mal. Müssen die Leute erst mal ein bisschen abholen. Also es geht heute nicht um ein Projekt von uns hier, sondern um Selims BMW, der ja die erste Saison zwar blechmäßig überlebt hat, aber leider auf unserem letzten Trackday hat er angefangen zu klappern. Genau, also es geht um den 318 IS Class 2, womit wir am Bilsterberg des Öfteren unterwegs waren. Und der Motor ist jetzt hin. Mhm. Pleuellagerschalen, einmal komplett kaputt alles, also wirklich zerstört. Und dann hatten wir ja die wahnwitzige Idee mit deinem Abba zusammen, weil du mich ja so angefuchst hast. Jetzt bauen wir mal was so ein bisschen nach vorne geht. Und haben mit den Kollegen von Bilas zusammen einen Motor entwickelt, auf Basis quasi S42, wie das alte STW-Triebwerk. Und das werden wir jetzt hier heute sehen und das Ganze mal vorstellen. Das heißt, wir machen mal ganz was anderes. Nicht einfach herkömmlich fetten Turbolader drauf, fetten Kompressor drauf und Leistung, genau. Sondern schon richtig die Leistung versuchen, irgendwie saugermäßig daraus zu kitzeln. Ja, das eigentliche Kernziel von diesem Auto war ja Vierzylinder wie STW, Limo leicht, Hochdrehzahl. Und das haben wir jetzt quasi hier versucht zu realisieren und gucken mal, was uns da erwartet. Aber Kernplan von diesem Ganzen ist, Vierzylinder bleibt, Hochdrehzahl, Sauger. Und so leicht, wie es nur geht. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Das heißt, du tust dir das wirklich an, den Vierzylinder drin zu lassen, anstatt einfach irgendwie einen M3 S54 Motor oder irgendwas einzubauen, sondern versuchen eher die gleiche Leistung zu schaffen mit dem Vierzylinder. Ja, genau. Weil du merkst das einfach an der Dynamik. Du hast so eine leichte Vorderachse und das macht so viel Spaß, das Auto, jetzt schon mit diesen 170, 80 PS, was er da hatte. Und jetzt mit noch mehr Leistung, glaube ich, wird das eine ganz runde Nummer. Ursprünglich kommen diese ganzen Autos ja aus der STW damals. Ja, der 318 IS Class 2 war ja so ein limitiertes Straßenauto. Ich meine, deutscher Markt 1.500 Stück. Und das waren immer Limousinen, immer Vierzylinder, 1,8 Liter, später dann 1,9 Liter, aber immer die gleiche Leistung. Mhm. Und ist dann der M42 und das STW-Triebwerk, das Renntriebwerk war der S42. Mhm. Quasi der Nachfolger von dem S14-Motor, der im E30 M3 steckt. Mhm. Welchen Motor nehmen wir jetzt, beziehungsweise du? S42, also Basis M42, aber komplett Umbau auf S42. Mhm. Ja. Mhm. Wobei, da muss man auch differenzieren, da gibt es noch so Upgrades wie mit Trockensummschmierung und all solche Sachen. Aber Innereien, Umbau auf 2 Liter, Hochdrehzahl, starrer Ventiltrieb, das volle Programm, Kohlwelle, Pleuel, alles. Das heißt, in Summe reden wir davon, dass das Ding wie viel Hubraum hat am Ende? 2 Liter. 2 Liter, Vierzylinder. Wird wahrscheinlich irgendwas um die 9000 Umdrehungen drehen? Irgendwas um die Richtung, ja. Soundmäßig wird da schon... Party. Wird da schon Party, ne? Gerade mit Airbox und so. Und leistungsmäßig irgendwas 250 PS ohne Müll. Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Geil. So, und das machen jetzt nämlich die Jungs von Bilas hier. Ich wusste auch gar nicht, dass sie so tief da drin sind mit Hochleistungssaugermotoren. Ich meine, eigentlich kommen sie ja daher. Das ist ja das, was sie früher gemacht haben. Ja. Aber das ist ja wirklich dann schon High-End. Das darf man immer nicht... Weißt du? Ja, Drehzahl, also Saugmotoren ist halt immer noch eine andere Geschichte, wie einfach ein Turbolader draufhängen. Mhm. Das ist immer so ein bisschen komplexer, um das Ganze auch haltbarer zu gestalten. Wir haben auch viele Gespräche geführt, dass es Möglichkeiten gegeben hätte, wirklich Richtung 300 PS zu gehen, wie STW damals, 300, 315 PS. Das Problem ist halt, jedes Wochenende oder gefühlt nach jedem Einsatz Motor auf Komplettrevision. Mhm. Wollten wir ja nicht, wir wollen ja ein bisschen durchfahren. Also heißt, was Verschleiß angeht, ein bisschen runter, Leistung runter. Um mal eine Größenordnung zu geben, in deinem 7er, was hatten wir da an Leistung nochmal gemessen hier mit den drei Doppelweber-Vergasern? Ja. 190? Über 200 PS. Mhm. 202, 220 oder sowas. Ja. Und das für den Hubraum schon. Ja. Und da sind halt auch schon offene Tröten und so weiter drauf. Genau. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, was die Jungs so vorbereitet haben, was so an Komponenten reinkommt. Also jeder, der Bock auf Hochdrehzahl schreiende Saugermotoren hat, jetzt auf jeden Fall einschalten. Jeder, der ein Turbo-Fan ist, am besten ausschalten. Aber ihr werdet das nicht verstehen, weil es geht ja schon auch dazu noch um eine emotionale Sache. Ja, wobei man kann auch jeden Turbo- und Kompressorfahrer abholen.
Ich sage immer, denkt an die alte DTM-Zeit. Mhm. Wenn so ein E30 M3 190er um die Ecke geprügelt gekommen ist, du hast nur so ein richtiges Rumgeschreie gehört. Genau das ist das. Nee, aber ich denke mal, von der Sinnhaftigkeit. Gibt es das Wort? Sinnhaftigkeit? Oder baue ich also es so macht keinen Sinn, eigentlich, wenn du es so willst. Nee, wir sagen so rum. Es würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, einfach einen S54 M3 Motor einzubauen, 6-Zylinder, wo du dann außer Box 340 PS hast, vielleicht 360 und kannst da wirklich jedes Wochenende mitfahren und wirst am Ende schneller sein. Wäre halt fahrdynamisch anders. Ja. Schwerer 6-Zylinder auf der Vorderachse, das ganze Konzept würde kaputt gehen von dem Auto, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, wäre deutlich einfacher. Aber ich finde gerade so Lösungen geil, es einfach nicht so zu machen, sondern einfach selber zu bauen, weil Dann weiß ich nicht, man hat auch eine ganz andere. Ich behaupte auch, nimmst du einfach einen S54, einen M3-Motor, klatscht den da rein, wirst du mit dem Auto ganz anders fahren, als mit diesem Triebwerk jetzt. Ja, klar. So, weil also, da wäre dir alles egal und jetzt bei dem Triebwerk, da geht man ja schon mit so ein bisschen lieber mit. Ja, wobei ich behaupte auch, mit einem S54 an der Vorderachse würde ich nicht so in die Kurven fahren wie jetzt. Mhm. Unmöglich, geht gar nicht. Mhm. Ja, klar, wenn er erstmal 30, 40, 50 Kilo vorne mehr hat. Vor allem hängt der Motor ja wirklich über der Achse weg und meiner hört auf der Achse auf. Ja, der ist halt nach vorne hin die 2 Zylinder länger, ne? Ja. Das sind also gut 20 Zentimeter, der nach vorne länger sind. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und gucken mal. Ja, was sagst du? Ich bin. Hat sich schon ein bisschen was getan, hier, ne? Ja. Echt? Sieht schon beeindruckend aus. Also, wir müssen jetzt die Leute als allererstes ganz am Anfang einmal aufklären, worum es hier überhaupt geht. Das ist jetzt der normale 318 IS-Kopf, wie auch bei dir in dem Auto theoretisch drin war. Genau. Und das ist auch der Block, wie er eigentlich drin war. Also, genau, richtig. Also wir haben als Grundmotor einen originalen M42 1,8 Liter 16V aus dem 318 IS habe ich gekauft, also quasi den gleichen Motor, der in dem Auto steckt. Und als Ersatzmotor, Aufbaumotor, den habe ich zu den Jungs von Debilas geschickt und die haben den jetzt einmal komplett zerlegt und quasi für die große Leistung vorbereitet. Dieses erzähl mal, habt ihr sowas schon mal gebaut? Also ist Saugertuning schon so euer Ding? Ja, also so haben wir ja auch angefangen und wir bauen die Motoren sehr oft, weil die so praktisch sind, halt 4 Zylinder und BMW, Heckgetrieben und so und leicht zu tunen sind sie nicht unbedingt. Man kann einfacher einen 6-Zylinder reinmachen, nur die haben einzelne Vorteile, die der Selim auch gesehen hat bei der Sache. Das heißt, es gibt wirklich noch viele Leute, die so einen 4-Zylinder für ihren Checker machen? Genau, vom Reglement ist es halt top, weil man da unter 2 Liter mitfahren kann. Und Slalom ist auch noch. Von Basics her erstmal, wenn ich jetzt diesen 4-Zylinder-Motor mit, ich sag jetzt mal, einem VW, einem Opel-Motor oder wie auch immer vergleiche, erstmal von der Grundbasis her, würdest du sagen, ist eine gute Basis oder ist eigentlich gar nicht so eine gute Basis oder machst du gerne? Ist eine gute Basis, Problem nur bei der Sache, er ist ziemlich stark gewesen von Haus aus. Ja? Ein 1,8er mit 140 PS Sauger gab es nur aus Japan stärkere, aber dann mit VTEC. Ja, also jetzt ohne Nockenwellenverstellung, so wie es hier ist, ist es schon ein ziemlich starker Motor gewesen. Ja? Das heißt, ihr macht die Motoren auch gerne? Ja. Cool. Was war der stärkste, den ihr bis jetzt gebaut habt? Ja, also, unabhängig von der Haltbarkeit? Mit 1,8 Liter Hubraum sind wir so bei 230 PS, dass es auch auf Dauer hält. Und 2 Liter 250. Was denkst du, in welche Richtung geht das hier? Ja, so in dem Dreh bei 250 wollten wir schon landen. Eher mehr, aber wir tasten uns an. Erstmal, um Selos Illusion zu nehmen, so ein Motor mit 250 PS, ist das wirklich so jedes Wochenende ballern, ballern, ballern? Oder muss man da schon ein bisschen Fingerspitzengefühl und gucken und so? Man muss, also warm und kalt, natürlich wie immer, aber er ist auch sehr revidieranfällig. Also keine 80 Runden am Stück willst du dabei. Wie sind da so Wartungsintervalle? Also, nach jedem Rennen mal Bläulager kontrollieren und so, auf jeden Fall. Ja. Also dann schon immer Ölwanne abgucken. Ja, wäre schon. Also schon nach einem Wochenende richtig Bläulager, Ventilspiegel. Genau. Ja. Einmal durchsichtig. Du bist ja doch zum richtigen Schrauber. Nein, mit einem gewissen Intervall habe ich natürlich gerechnet, klar. Allerdings jetzt, dass man nach jedem Rennen den Motor komplett aufmacht, davon wollten wir ja weg. Ja. Hatten wir ja gesagt. Aber klar, Lagerschalen, Öl und so weiter, alles immer kontrollieren und Ventilspiel, das ist halt Pflicht. Sonst machen wir halt auch viel kaputt. Genau. Jetzt stelle ich mir die Frage, bei einem Turbomotor würde ich einfach sagen, da drosselt man ein bisschen den Ladedruck, schon kann man alles schonen.
Gibt es eine Möglichkeit bei einem Sauger auch zu sagen, so der Step hält jetzt deutlich länger, wahrscheinlich einfach nur radikal weniger drehen? Wird wahrscheinlich in dem Fall wirklich nur die Drehzahl sein. Ja, der Verschleiß geht halt exponentiell mit der Drehzahl hoch. Und um auf so hohe Literleistungen zu kommen beim Sauger, müssen wir halt drehen. Mhm. Und hier werden wir so bei 9000 liegen. Und Serie dreht der? Ich habe es gar nicht. 6,5 ist begrenzt. Ja, ne, 6,5 Serie. Mhm. Ja, wobei die auch mit dem Serienventiltrieb, mit Hydros und so, kann man die 7,8 drehen, problemlos. Mhm. Aber dann kommt man halt nicht auf die Leiste. Mhm. Das hatte ich ja quasi mit dem Originalmotor, den wir dann am Wilsterberg kaputt gefahren haben. Und aber selbst bei in Anführungsstrichen nur 9000 Drehungen, ist das schon so krass mit dem ganzen Verschleiß und so weiter? Ja, also deswegen sage ich ja, wir tasten uns an, wir schauen mal, wo wir hinkommen mit der Leistung, wie die Temperaturen aussehen und so, wie der Abrieb ist im Öl, das wäre auch mal gut, das zu prüfen. Und dann können wir das ein bisschen gechillter angehen. Weil ich sag mal als Beispiel, wie Sie es auch schon sagte, die Japaner, ne, nimmst du so einen S2000-Motor oder so einen Integra, so einen Type-R-Motor, die drehen ja serienmäßig schon irgendwie 8,5 oder so, ne? Nee, mehr. Ich weiß, B18C, Integra Typ R, hatte damals einen Kumpel von mir, der hat hammerhart neben mir Gas gegeben, ich dachte, der Motor explodiert gleich und der hat immer noch nicht geschaltet. Irgendwann sagte ich, glaube ich, bei 7 oder 8, jetzt schalt mal, nee, da geht noch ein bisschen was. Und ich meine, man kann es ja nachlesen, aber ich glaube, es waren über 9. So in dem Rio. 9,5 oder so, das hat sich so abgefahren angehört, vor allem wenn dieser VTEC einsetzt, da denkst du, das explodiert gleich. Okay, aber das heißt, wir machen aus diesem 1,8er 2 Liter. Genau, er hat jetzt ein bisschen mehr wie 2 Liter, hat 2040 Kubik. Mit einer anderen Kurbelwelle, mit einem größeren Hub und einer größeren Bohrung. Mhm. Andere Kurbelwelle heißt, ist dann ein original BMW-Teil? Das ist ein original BMW-Teil, das umgebaut wird. Also vorne, der Zapfen passt nicht 1:1 da, da muss was geändert werden, damit der original Antrieb drauf passt. Zusätzlich haben wir die Kurbelwelle erleichtert. Sieht man hier, die Wangen sind viel schmäler als die originalen. Ich dachte früher immer, um einmal kurz zu unterbrechen, ich dachte früher immer ganz am Anfang, dass man das macht, damit, wenn die Wange durchs Öl geht, das Öl nicht so plätschert, sondern besser aufgeteilt. Dass man diese Wangen so krass anspitzt. Ja. Aber es ist ein deutlicher Unterschied, ne? Guck mal, wie eckig das hier ist. Wie viel Kilo sind ja in Summe rausgegangen an der Welle? Ein halbes. Aber überleg mal, wie viel ein halbes Kilo ist. Ja, ne? Klar. Ja. Das ist ein halbes Kilo. Wahnsinn. Man kriegt das mal von so einer Welle, ohne jetzt einfach radikal wegzuflexen. Guck dir mal allein die Ecken hier an. Das hier im Vergleich zu das hier, ne? Die Abrundung hier. Das ist ja wirklich an jedem Zapfen. Mhm. Wahnsinn. Und die kann dann nachher die hohe Drehzahl ab. Die kann. Das heißt, poliert, gewuchtet, das volle Programm. Das Polieren ist wegen dem Öl, das ist leichter durchs Öl, dass wir nicht so viele Planschleistungen verlieren. Dass die Welle so hoch... Also geringste Reibung quasi. Genau, überall. Wir möchten, also Leistung ist hier nicht nur durch Optimierung der Verbrennung zu holen, sondern auch durch Reibungsreduzierung. Also Minimierung der Verluste eigentlich. Genau. Ja, und das ist zum Beispiel sowas. Das bringt nicht viel. Ja. Aber die Summe an sich, weil wir machen ja noch ein paar andere Veränderungen, was den Riemenantrieb angeht, aber da können wir auch noch nachher drauf zukommen. Was hat die Welle jetzt an Hub? Wie viel ist es denn? Die hat 88 mm im Vergleich zu 81 in der Serie. Mhm. Und die Bohrung ist von 84 auf 86 gestiegen. So, auf jeden Fall ein drehzahlfestes Konzept. Ja, die Teile sind alle fein gewuchtet worden. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wenn man jetzt natürlich hier radikal Gewicht wegnimmt, dass das noch funktioniert mit Kolben und Pleuel am Ende. Mhm. Ist Kolben-Pleuel dann auch leichter als das Originalteil? Oder habt ihr das theoretisch so hinbekommen, dass leichter machen mit selben Gewicht hier immer noch funktioniert? Nee, Kolben ist tatsächlich leichter als das Originalteil. Pleuel minimal. Mhm. Ja, dadurch, dass wir jetzt auf ein Stahlpleuel gegangen sind und ein Haarschaftpleuel ist es von der Festigkeit halt top. Ja, ja. Aber ein bisschen vom Gewicht her. Frage von mir. Ich habe immer früher, ich meine, du weißt das ja auch, diese ganze Turbo-Geschichte, hat man immer Haarschaftpleuel genommen wegen der Belastung. Dass das nicht knickt. Ja. Die Gefahr hätten wir aber bei so einem Drehzahlmotor auch oder nicht? Weil so viel Druck hast du ja in dem Fall, so wie Ladedruck jetzt ja nicht. Ne? Du hast beides, du hast Druck und Zug. Aber durch die hohen Drehzahlen haben wir halt höhere Fliehkräfte. Also das Pleuel wird langgezogen. Okay. Darfst du nicht vergessen, bei 9000 Umdrehungen ist es ja auch so, dass 9000 Mal pro Umdrehung der Kolben oben aus dem Block einmal raus will. Genau. Du ihn quasi einfängst und wieder runterziehst. Klar. Und andersrum genauso. Wenn es unten ist,
Wenn es unten ist, staucht das Tor ja. Wenn man sich das mal so vor Augen hält, das Ding 9000 Mal pro Minute, die Bewegung, das ist schon brutal. Das ist verrückt, ne? Dass das hier auch alles so hält und nicht die Bewegung so wäre ja noch ideal. Das Problem beim Pleuel ist, dass es halt die Bewegung macht und somit kann das halt wegknicken. Ja, okay. Weißt du, weil es geht ja theoretisch, übertrieben gesagt, so rum und dann hast du diesen Knickwinkel hier dazu. Und ich habe immer gedacht, das würde sich extrem steigern und man nimmt immer die Haarschaftpleule wegen dem noch höheren Ladedruck, der da entsteht. Oder den man hat und Druck im Brennraum, dass das hier noch mehr beansprucht wird und deswegen hier bricht oder sich verbiegt. Ja. Nee, es ist in erster Linie das Material. Das ist halt aus einer Stahlplatte, die vorher geschmiedet wurde, zusammengestaucht und rausgekriegt. Das ist dann ja so dann das Ganze, ne? Genau. Ja, krass. Ja, Kolben sind quasi Größe wie 3 Liter M3. Ja, genau. Nur mit einer anderen Kompressionshöhe, damit wir andere Pleuel fahren können. Ja. Wir möchten ein recht langes Pleuel fahren. Deswegen ist die Kompressionshöhe kurz gehalten. Das wäre das hier? Das, ja. Okay. Langes Pleuel aus dem Grund, wenn du, je länger das Pleuel ist, diese 88 mm Hub, die wir unten haben, ne? Hier oben ist jetzt Kolben, geht das Pleuel 44 mm nach da, 44 mm nach da. So, wenn ich jetzt 44 mm zur Seite gehe, je länger das Pleuel wird, je gerader stellt es sich wieder. Ah, okay. Dass du möglichst wenig Knick auf den Pleuel quasi hast, bei maximalem Hub. So, und das ist auch, deswegen ist zum Beispiel der Grund, warum, die Leute wissen vielleicht vom letzten Mal noch, dass hier noch ein VR6 von dir drunter steht. VR6 hat serienmäßig 159 mm lange Pleuel. Nee, stimmt gar nicht, 164 mm sogar. Das heißt, das Pleuel ist ultra lang und deswegen können die auch mit dem Serienpleuel immer so viel leisten. Ah, okay. Weil das kaum noch wegknickt zur Seite. Es geht quasi fast übertrieben gesagt nur noch hoch und runter. Okay. Je kürzer es wird, je stabiler muss das Pleuel sein. Wie lang sind die jetzt hier? 140. 140, ja. Was relativ kurz ist. Also dann ist es definitiv ein stark belastetes Teil. Ja, also es gibt noch 135er Pleuel mit den M3-Kolben. Da wollten wir halt weg. Ah, okay, also das heißt theoretisch 5 mm verlängert. Das sind natürlich Welten beim Pleuel, ne? Ja. Krass. So, und die Kolben sind auch Eigenfertigung von euch? Die fertigen wir nicht selbst, die lassen wir für uns fertigen nach unseren Zeichnungen. Aber schon nach euren Zeichnungen, ne? Ja. Also er sieht extrem filigran und leicht aus, nur mit diesen ganzen Freifräsungen. Diese rote Beschichtung, in Rot habe ich die auch noch nie gesehen. Ja, also ich, ehrlich gesagt, ist nicht, hat keinen Zweck, aber... Okay. Sieht geil aus. Also auch nicht so ein bisschen fürs Einlaufen und so weiter? Doch, es ist fürs Einlaufen, aber die Farbe meine ich. Ach so, die Farbe. Eigentlich ist sie ja Graphit-grau. Ja. Ja, diesmal rot. Aber also die Beschichtung ist dieselbe. Sehe ich in Rot das allererste Mal. Kolbenbolzendurchmesser? 22. Auch schon dick, ne? Ja. Und letzter Punkt, Kompression bzw. Verdichtung? Wir landen ungefähr bei 12,6:1. Was schon hoch ist, ne? Das ist hoch. Wir wollten eigentlich noch höher, aber wie gesagt, jetzt für den ersten Motor ist das in Ordnung. Ja, eigentlich sollten wir so bei 13. Ja. Da, wie gesagt, wenn wir sehen, wie es sich verhält. Also rantasten. Genau. Okay, also das ganze Paket, aber in Summe ein Tucken leichter als Serie. Ja. Somit kann man natürlich auch auf der gegenüberliegenden Seite an der Kurbelwelle auch wieder Material wegnehmen. Genau. Wahnsinn. So, das ist erstmal punkto Kurbeltrieb. Und klar, am Ende alles feingewuchtet, das muss immer sein. Was ist jetzt noch entscheidend bei so einem Motor? Wo wir hier schon mal sind, wie ist das mit Lagerspielen, wenn man über diese hohen Drehzahlen spricht? Wir fahren lagerspielähnlich Serie, ein Hundertstel mehr. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht, aber Öl ist halt auch wichtig. Also wir empfehlen 5W50 von Mobil 1. Da sollte es keine Probleme geben. Ne? Aber echt nur ein Hundertstel mehr als, als Öl. Wir haben nicht so hohe Temperaturen wie mit einem aufgeladenen Motor. Also Ölhaushalt. Ich hätte irgendwie so ein bisschen Angst, dass vielleicht generell die ganze Kurbelwelle irgendwie mit Drehzahl so ein bisschen anfängt zu schwingen. Wo man da halt eher so ein bisschen Hauptlagerspiel haben will. Also. Ja, nee, also wir haben auch mit dem Kolbenspiel gehen wir nicht so hoch. Ja, wir sind bei 8 Hundertstel, ist auch relativ eng. Ja, manche fahren sogar 12, 13 Hundertstel. Was haben die Motoren serienmäßig an Verdichtung? Also so ein 318 IS? So wie ich glaube 10:1. Also doch schon massiv mehr. Von 10:1 auf 12. 6:1 natürlich schon.
Lagerschalen sind Treibstofflagen. Okay. Und die dann tatsächlich im Auge behalten. Also kein normalen Intervall wie gehabt. Sondern da hast du schon den richtigen Pulli voran, musst du immer einen Satz nämlich mit dabei haben. Ja, das ist echt so. Ja, das ist ja tatsächlich bei den BMW-Motoren, also gerade die M-Motoren haben ja eine riesen Ausfallquote, was diese Hauptlager der Kohlwelle und die Pleulager angeht. Die verschleißen ja immer wie... Wir haben schon mehrere Expertenmeinungen hinter uns. Was denkst du, warum die M3-Motoren, also warum man da so regelmäßig die Lager tauschen muss? Also ich sag Drehzahl. Weil wir haben gerade auf dem Hinweg noch im Auto drüber gerätselt. Ich kenne diverse Audi-Motoren, die höher drehen, mit noch mehr Hub. Und ich sag nur, mein Motor, den einen, den ich ausgebaut habe, 400.000 Kilometer. Ne? Also das wäre mit dem BMW-Motor. Es gibt wohl so seltene Fälle, so seltene Einhörner, die das können. Aber Beispiel zum Beispiel meine E90 M3, den ich hatte bis vor kurzem. Da habe ich ja einen Motor komplett kaputt gefahren. Mhm. Also gekauft und der war schon kaputt. Und der zweite, der musste komplett neu aufgebaut werden. Beziehungsweise das war ein neuer Motor, aber der erste, der wurde wohl angeblich auch Lagerschalen alles gemacht. Als wir uns aber die Hauptlager angeguckt haben, da haben die so gefressen. Und die gehen immer kaputt bei dem Motor. Und du hast durchgehend bei diesen S65, V8 und auch bei V10 und S14 und wie sie alle heißen, immer diese Lagerschalenprobleme, dass die Motoren immer deswegen sterben. Ja. Tom, Beispiel auch, hat du jetzt auch vor kurzem, kurz davor diesen Schaden da gehabt. Mhm. Ja, also ich kenne keinen M-Motor, wirklich keinen einzigen M-Motor, wo man sagt, der läuft. Man müsste mal einen neuen ab Werk nehmen und den gleich mit dem richtigen Öl fahren. Weil ich bin immer der Meinung, bei einem Pleuellager, welches schon ein bisschen Verschleiß hat, da einfach neue reinzudrücken, ist nie die Lösung. Das ist immer so, egal wie gut die Kurbelwelle aussieht, ein bisschen was bekommt die immer ab. Und das heißt, das überträgt sich dann ins nächste Lager wieder rein. Ja, aber jetzt ist eben die Frage, wenn es wirklich mal ab Werk gleich vernünftig wäre, ob dann vielleicht die Probleme abhängen. Aber dennoch zieht das Beispiel ja nicht. Alleine dein RS4, du sagst 400.000 auf der Uhr und du hast ja wahrscheinlich nicht einmal Pleuellagerschein gemacht. Nee, es gibt keinen BMW-Motor, der 400.000 ohne einmal Pleuellagerintervall, der so lange läuft. Gibt's nicht. Ich kenne keinen. Weder die alten M88, S14, M3, E36, also die gehen alle kaputt. Ein Punkt, der mir relativ schnell auffällt, ist bei allen BMW-Motoren, sieht man ja auch hieran gut, wie klein der Zapfendurchmesser ist. So, ja, das stimmt. Dieser Zapfendurchmesser ist bei VR6, bei RS4, bei den ganzen Audi-Motoren, da ist der Zapfendurchmesser übertrieben gesagt fast so groß. Okay. Jetzt nicht ganz so groß, aber schon, dass du viel, viel mehr Fläche in dem Lager hast. So, aber es wird ja auch ein Grund, vielleicht ist auch der Grund, dass, wenn man den Zapfen so groß machen würde, die besagte Verlustleistung als Beispiel wieder so hoch ist, dass dann halt es ein Audi-Motor ist, von der Charakteristik her, von der Leistung her und so weiter, ne? Und ein BMW-Motor halt nur so gut läuft immer. Also wir haben bisher noch keine wirklich... Wird wieder ordentlich Diskussion unter dem Video geben, aber das ist ja... Ja, vor allem die ganzen BMWler, die werden uns verstehen. Ja, ich habe die Diskussion bei Max auch schon mal angereizt. Was sagt er? Auch Hochdrehzahl und dies, das, jenes und so weiter. Ich würde es ja verstehen, wenn damals irgendwie eine falsche Charge Lager reingekommen sind. Und andere, dann funktioniert es ja. Wobei, das ist auch so, beim gerade die E-Baureihe, also E90, E92, M3, war ja so, dass die Facelifts quasi einen Motor-Upgrade bekommen haben, wo dann irgendwie dieses Lagerspiel und so angepasst wurde, die angeblich besser laufen sollten. Allerdings, wenn man einschlägige, zum Beispiel Hermann, der H2-Motor, ist der Kollege von mir, der sagt, er kennt kein Vor-Facelift, also rein theoretisch, alter Motor, der kaputt gegangen ist. Mhm. Es fliegen immer die Facelift-Varianten, also meistens. Es gibt irgendwie keine richtige Erklärung dafür. Auf jeden Fall weiß man eins, kaufst du den BMW M-Motor, fahr keinen Meter, alles raus und alles machen. Wichtig ist, wenn, dann muss man die Pleuellager eigentlich noch machen, solange sie noch gar nicht verschlissen ist. Ja, vor allem nicht nur die Pleuellager. Das ist ja gerade das, wo du am schnellsten und einfachsten drankommst. Was aber keiner macht, oder die wenigsten, nicht keiner, aber die wenigsten, sind ja die Hauptlager. Und die gehen ja genauso im Arsch. Okay, und um die Hauptlager zu machen, zerlegst du den ganzen Motor. Dann wäre aber ein erster Ansatz, dass die Pleuellager vielleicht überhaupt nur kaputt gehen wegen der Hauptlager. Weil wenn die Hauptlager verschleißen, sind Pleuellager immer mit kaputt. Das ist so, das siehst du als erstes, aber das machen die wenigsten und die fressen aber auch. Weil guck mal, damit das Öl hier ins Pleuellager kommt, ne, geht das immer durchs Hauptlager. Ja. So, das heißt, wenn hier ein bisschen Baustelle ist, überträgt sich das sofort vom Öl her auch hier rein. Also bei meinem ersten Motor war es tatsächlich so, die Pleuellager sahen aus wie neu. Also in dem E90, wie ich den gekauft habe, Pleuellager sahen Taco aus. Dann haben wir aber trotzdem zur Sicherheit, weil ich halt so ein, weißt du, wie ich bin, ne, hab immer gesagt, ich will Ruhe und will lange fahren. Haben wir Motor aufgemacht, geguckt, da waren die Hauptlager, also ich glaube drei Stück waren richtig tot und die Kurbelwelle hat schon angefangen zu fressen, also den konntest du wegschmeißen. Ja. Okay. Also auf jeden Fall sagst du hier, also
muss ich auf jeden Fall rein, also reinschauen und vom Gefühl ungefähr. Vom Gefühl her wird es nichts sein. Ja, ich denke nicht, dass die getauscht werden müssen. Ich meine, man muss ja dazu sagen, der Motor wird ja durchgehend Vollgas bekommen. Ich glaube auch ein Punkt, den man bei diesen Motoren so nicht unterschätzen darf, ist, wie oft du das Ding auch gerne mal überdrehst beim Motorschalten. Ja, das habe ich bei dem Originalmotor schon gemerkt. Ja, nee, du hast ja erst mal gesagt, nee. Und ich sitze die ganze Zeit daneben und guckst so jedes Mal auf den Drehzahlmesser beim Motorschalten und so weiter. So, das waren ja mal ganz schnell ein, weil das ist ja nur ganz kurz. Du hast ja Räder blockieren kurz und weiter geht's. Ja. Aber das ist ja schon. Ja. Und das war ja noch mit einer Originalkupplung. Ja. Jetzt hast du ja eine viel, viel krassere Kupplung, die viel schneller zumacht. Ja. Das heißt, du überdrehst den tendenziell noch krasser. Keine Ahnung. So, okay, Kurbeltrieb. Jetzt Thematik Kopf. Das ist wahrscheinlich eher, wo man die Leistung dann am Ende irgendwie holen kann, ne? Ja. Erstmal witziger Aufbau von dem Kopf irgendwie. Dass hier so eine ganze... Ja, das ist typisch BMW. So eine ganze Kassette drin ist, die man eigentlich rausnehmen kann, ne? Ist eigentlich eine schöne Sache, weil man kann theoretisch die Lagerschalen tauschen, ja, ohne dass der ganze Zylinderkopf ersetzt werden muss. Also man kann wirklich tatsächlich diese ganze Kassette rausnehmen. Wie nimmt man die raus? Ja, man muss die Muttern raus. Alle lösen, dann kann man so bumm rausnehmen. Genau. Das heißt, theoretisch kannst du, wenn dein oben mal gefressen hat, brauchst du nicht gleich den ganzen Kopf neu bearbeiten. Muss man die einmal sehen, dann geht das bestimmt schnell. Dann nimmt man die Muttern einmal. Die Anordnung der Muttern ist egal, oder? Ja. Bei dem hier. So, ziehen wir raus. Ach so, krass. Okay. Ja. So könntest du den komplett rausnehmen. Ach so. Okay. Ja, interessant. Ja, habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist interessant. Vor allem kann man auch theoretisch... ist natürlich fürs Zerlegen später auch geil. Okay. Wie ist der Kopf so generell erstmal vom... Ja, der ist recht gut von Haus aus schon. Wir haben hier einen unbearbeiteten. Dann nehmen wir dazu. Ich wollte hier einmal einlassen. Da einmal einlassen. Ja, jetzt im unbearbeiteten Zustand ist das schon recht groß. Mhm. Ja, BMW hat auch oft, sieht man bei anderen nicht, dass die nachgefräst sind. Ja, die Kante an die Dichtung angepasst. Mhm. Bei einem Großserienmotor, ja, kein M. Bei den M's ist es noch extremer. Dass da der Luftstrom nicht unterbrochen wird, dagegen eine harte Kante läuft. Ne? Genau, es kann ja sein, dass beim Guss immer sich so ein bisschen was verschiebt. Ne? Und dass er das nochmal nachfräsen. Okay. Nachfräsen. Ja, wobei, stimmt, es ist ja nicht mal ein M-Motor. Ne? Genau. Sollen wir den mal drehen, dann haben wir mal den direkten Vergleich von den Kanälen, weil ich sehe hier schon auf jeden Fall richtig Party. Ja. Wir machen die nicht übermäßig groß. Wir haben die Erfahrung hat gezeigt, ist nicht so gut, man verliert zu viel im mittleren Drehzahlbereich. Deswegen ist die Kanalform nicht übertrieben voluminös, aber die Form an sich ist das Ausschlaggebende. Das heißt, hier kann man jetzt wirklich sagen, es kommt auf die Form des Kanals an, wo am Ende... Ja. Wir haben damals, als das also neu war, das Modell, haben wir verschiedene Kanäle bearbeitet, gefräst, immer, also vier verschiedene und dann immer auf der Flowbench geschaut, was sich tut. Und da ist zum Beispiel eine Stelle, da müsste eigentlich Material noch dazu. Mhm. Da ist ja schon zu groß eigentlich. Mhm, genau. Und das fräst ihr aber nach wie vor konventionell mit der Hand oder wie läuft das ab? Wir machen so, Köpfe werden kopiergefräst zum Beispiel. Wir haben unseren Musterkopf und dann wird das abgetastet. Die anderen werden gefräst. Also schon so ein bisschen Kanalgeometrie-Wissenschaft für sich, ne? Ja. Das wird jetzt auch schwer zu zeigen, aber so die groben Punkte sind auf jeden Fall, dass erstmal der Ventilschaft komplett weg ist, die Ventilführung. Der da so fett drin steht, diese bronzefarbene. Ach ja, stimmt. So, das ist immer so der erste, der ist logischerweise eh weg beim Wegfräsen, aber bei solchen Motoren lässt man es halt gerne dann weg. Mhm. Und halt entscheidend ist auch immer der Steg dazwischen. Du siehst halt auch, dass er deutlich. Ja, der ist deutlich. Deutlich dünner. Mhm. Ja, der ist hier viel, viel dicker. Das stimmt. Ja, Wissenschaft für sich. Das heißt, da einfach ganz klar Luft, 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 Luft. Aber es ist halt auch so, wie ich schon sagte, im mittleren Bereich gibt es auch noch. Ne? Also kannst jetzt nicht einfach radikal gib ihm und machen.
So, wie ist das brennraumseitig? Der Brennraum wird auch gefräst. Mhm. Die Quetschkanten sind hier wichtig, dass die zu den Kolben passen. Mhm. Ja, weil es läuft ja gegeneinander. Und wir möchten das Klopfen vermeiden, also klopfende Verbrennung. Deswegen sind die Quetschkanten hier ganz wichtig, dass das Gemisch so in Richtung Zündkerze gedrängt wird, dass es dort zündet und nicht irgendwo anders. Das heißt, eigentlich haben wir hier einen runden Brennraum, wenn ihr euch das jetzt drunter vorstellt. Aber es gibt tatsächlich zwei Bereiche auf beiden Seiten, wo es wirklich platt aufeinander läuft. Das heißt, hier zwischen sind am Ende 1 mm, 0,8 so in dem Dreh wahrscheinlich. Ja, so in dem Dreh, dass man gerade so eine echte Quetschkante hat. Und dann wird halt wirklich kurz vor OT alles von außen in die Mitte gedrückt. Verstanden? Mhm. Ich überlege gerade, kann man das hier? Nee, hier siehst du. Nein, das ist ja original. Das ist ja original auch so, das ist halt nur angepasst. Ne? Ja, genau. Deswegen. Auch das ist gut. Man sieht andere Motoren von anderen Herstellern, da ist das nicht so schön. Ja. Oder haben gar keinen, weil sie so einen runden Brennraum und so weiter. Ja, da ist es grob, also da ist eine richtige Treppe dazwischen. Ja. Da ist auch ein großer Unterschied zwischen Turbo und Saugmotoren immer. Mhm. Also beim Turbomotor macht man das gerne eher, dass das so einfach ein runder Brennraum ist, ohne Quetschkante, ohne alles, weil Ladedruck regelt halt am Ende eh. Ne? Das ist da immer, wo du auch immer deine Kupferringe da rein hast, ne? Ja, das ist außenrum. Der würde hier so außenrum gehen. Ventile, kommen auch andere rein? Ventile kommen 1 mm größere, einfach nur um mehr Gleichschnitt zu haben. Ja. Mit Sitz auch größer oder können die Originalsitze drin bleiben? Die Sitze werden, ja, der Ring ist groß genug, der gibt es genug her. Fleisch. Genau. Das heißt, man kann wirklich in den Originalen. Die werden nur aufgefräst. Ja. Man sieht hier, das ist jetzt eine Trichterform von uns, die wir anfräsen. Mhm. Ja. Genau, das heißt, da ist nämlich auch nochmal entscheidend, der eigentliche Übergang vom Brennraum in den Kanal, der durch halt den Sitz gestaltet wird. Das wäre dann aber auch für Auslass- und Einlassventil dann entsprechend größer. Genau. Ne? Genau. Ja. Ich bin gespannt. Einmal alles. Das ist eine originale STW Inconel Brennabgasanlage von einem original STW Auto. Prototyp, das Baby. Das hier wurde mit einer Annäherungsformel durchgeführt und da soll jetzt so eine Carbon Airbox für eingesetzt werden, die es so aktuell noch nicht gibt.